Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2, dem Remake. So. Wenn es dann unbedingt sein muss. Oh, Entschuldigung, ich glaube, jetzt habe ich zu laut gerotzt. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich gehört. Entschuldigung. Wenn es dann sein muss, hier, dann machen wir da halt mal hier so. Warte mal. Jetzt bin ich schon viel schneller darin. Ah, yay. Rein. Rein. Hier, komm. So, reingepappt. Eingeschult. Haben wir den Strom auch wieder angelassen? Ein Strom? Aber es gibt hier immer noch kein Erste-Hilfe-Spray. Hey. Kann ich mich hier rauflegen und vielleicht heilen lassen? Nein, kann ich auch nicht. Oh, warte mal, hier hinten? Nein, da waren wir auch schon gucken. Ah, es ist zum Heulen. Zum Mäusemelken. Bitte ein grünes Kraut, ein rotes Kraut, ein Erste-Hilfe-Spray, bitte irgendwas. Da oben ist doch so eine kleine Erste-Hilfe-Box. Warum kann ich die nicht nehmen? Oh, ich will nicht da rein. Oh, oh, oh. Ihi, und jetzt. Oh, das ist. So, bin wieder trocken. Trocken, frohlocken. Hallo. Was haben wir hier? Nichts. Werden wir gleich kommt ein Boss. Gleich kommt wieder irgendwas und will mich hier platt zämmeln. Müssen wir gucken. Hier, hallo? Oder hier, kann ich hier runter? Hallo? Hallo da unten? Weil da drüben ist auf. Das sehe ich sogar von hier aus. Aber da komme ich nicht runter. Ist vielleicht auch gescheiter so, hä? Oh, bitte was zum Heilen. Unendlich Munition und was zum Heilen, bitte. Jetzt sofort hau rein hier, los. Na, das war so klar. Wir sind gleich tot. Die Folge fängt super an, wir sind gleich tot. Ekelhaft. Scheißlich. Was haben wir hier? Was zum Lesen, das ist gut. Das tötet mich zumindest nicht. Es tötet vielleicht eure Nerven, aber mich tötet es nicht. Forschungstagebuch. Beobachtung von embryonalen Wachstum. Proband 449. Nach der Implantation des G-Embryos nahmen wir einen 50 cm langen Einschnitt von der Brust bis zum Abdomen vor und begannen die Beobachtungen. Das medizinische Team half, das Bewusstsein des Probanden zwischen 15 wach und 10 Punkten auf der GCS zu halten. Gesamtchromosomspur? Keine Ahnung. Das Bewusstsein des Probanden verschlechterte sich, aber von weiteren Beobachtungen wurde abgesehen. Der Proband wurde dann entsorgt. Ja, wurde zu den Pflanzen geworfen, oder wie? Beobachtungen zur Fortpflanzungsrate. Ja, jetzt alle Minderjährigen raus jetzt hier, jetzt wird's versaut. Proband 501. Das G-Virus wurde Proband 501 verabreicht. 501 mutierte zu G-Form und G-Punktform und wurde in einer Gruppe von 30 Probanden eingebracht. Nach 2 Stunden und 36 Minuten konnten wir nachweisen, dass alle außer einem ein Embryo implantiert wurde. Alle Probanden wurden entsorgt. Ein Proband brach während der Experimente zusammen und nahm sich das Leben. Ja, schön. Oder auch nicht, je nachdem. Experiment zur Resistenz gegenüber dem T-Virus. Yay, Probanden 28 und 6, 39. Wir verabreichten das G-Virus Proband 26. Proband 26, welcher eine leichte Resistenz gegenüber dem T-Virus gezeigt hatte. Das Virus wurde dann Proband 639 verabreicht, zu dem 628 eine enge Beziehung hatte. So, okay. 628 zeigte Anzeichen des Widerstands. Nach 24 Minuten wurde dennoch ein Embryo implantiert.
Resistenz gegenüber dem T-Virus hält den geistigen Verfall durch das G-Virus in keiner Weise auf. Schön. Was lernen wir daraus? Man muss immer schön resistent sein gegen alles, ja, hier und so, ja. Was haben wir hier? Da muss ich was reintun. Da muss ich echt was rein. Oh nein! Nein. Verdammt! Ich weiß, was es ist. Oh, sieh mal an. Okay. Oh ja. Hab dich. Boom, Schakalaka, sag ich da nur. Das Antivirus. Mhm. Ich muss zurück zu Sherry. Können wir die auch noch untersuchen hier? Ekelhaft, ziemlich ekelhaft und verdammt, was ist das zum Teufel? So, also hier können wir. Oh, warte mal. Scheißpulver. Ein bisschen Abführmittel gefunden. Ach, Farbbänder. Nein, halt hier. Farbband. Ein Farbband. Ein rotes Kraut. Oh ja, bitte. Direkt hier kombinieren. So. Oh, es hat 5 Granaten davon gegeben. Das heißt, ich werde wahrscheinlich das Farbband jetzt gleich wieder nutzen müssen. Ich traue dem Spiel keinen Meter über den Weg. Über den Weg. Warte mal, hier kombinieren. Kann ich das auch hier? Nein, kann ich nicht. Oh, ist das schrecklich. Ich habe 2 blaue Kräuter. Eines davon werden wir jetzt. Okay. Den Platz kriegen wir gleich frei. Munition, blaue Blendgranate, Messer, halt die Leber auch. Ich mache das mal schnell hier hin. Hol mir das blaue Kraut. So. Wir kombinieren die beiden Kräuter schnell. Kombinieren. Nice. Azurische wirkt als Gegengift, mindert erlittenen Schaden, schützt kurzzeitig vor Giften. Okay. Aber mehr nicht. Mehr leider nicht. Es heilt uns nicht. Uns fehlt ein grünes Kraut dazu. Nein, das will ich nicht mitnehmen. Nein, das will ich auch nicht mitnehmen. Das wollte ich mitnehmen. So, laden wir hier noch schnell nach. Danach, wenn Sie mir hier ein Farbband hinlegen und 2 der 3 meistgesuchten Kräuter hinlegen, ja, dann muss ich speichern. Dann kann ich auch noch ein paar Säuregranaten herstellen, da wird auf jeden Fall gespeichert. So, weil gleich sind wir tot. Gibt es hier denn wirklich kein grünes Kraut? Ist das euer verfluchter Ernst hier? Ich krieg blaue Kräuter, rote Kräuter, aber kein einziges grünes Kraut. Irgendwas stimmt doch bei euch nicht. Da läuft was gewaltig schief. Hier, da ist doch ganz viele grüne Kräuter drin. Kann ich mir da nicht eins ausrupfen? Hier, so. Nur so leihweise. Ich kotze das später dann wieder aus. Nein, ich will nicht speichern. Ich kann auch gar nicht mehr speichern. Lass mich in Ruhe hier mit Speichern. Okay, wenn es dann sein muss, dann hier. Ich muss sagen, der Raum sieht aber echt, echt schön aus. So, gleich kommt eine Sequenz, gleich kommt ein Gegner oder Annette oder die nicht ganz so nette Annette. Oder auch nicht. Ich wusste es. Verdammte Axt nochmal, ich wusste es. War mal mein Mann. Schieß Badeschöpfung!
Ich hätte ihn töten sollen, als ich die Chance hatte. Ich weiß nicht, wieso. Ich konnte es nicht. Er war ihr Ehemann. Ehrlich gesagt stand unsere Arbeit immer an erster Stelle. Was ist mit Sherry? Wie konnten Sie sie alleine lassen, während Raccoon City zur Hölle ging? Ich wollte nicht, dass meine Tochter in einer Welt mit dem G-Virus aufwächst. Ja, aber das ist nicht sie! Ah! Das Ende für uns, verdammte Axt, nochmal, nein! Warte mal, oh, warte mal, darf, kann ich, komm ich, ich komm hier nicht mehr raus. Nein, geh weg! Oho, ich brauche erstmal Heilung, hallo, Mr. William. Don't be mad on me, please. Ich muss erstmal, wo ist er hin? Okay. Er ist ein bisschen angefressen. Ich brauche aber erstmal ein bisschen... Ah, warte mal. Nein, das ist... Das ist jetzt nicht euer scheiß Ernst, oder? Das ist jetzt nicht euer scheiß Ernst. Ich hab kein Leben. Wieso... Ich werde das Spiel niemals schaffen. Warum habe ich Trottel auch direkt hier so... Ja, ich bin ein Veteran hier. Ich muss einfach da unten absuchen. Ich muss gucken, ob ich da unten irgendwas finden kann, was mich ein bisschen hier, ja? Was mich, ja. Ich kann ihm ja den Film an den Kopf werfen hier. Tack, friss! Aber ich hab sonst echt nix dabei. Nur was mich gegen Gift schützt. Also wir rennen einfach, wir versuchen, ich werde die Sequenz jetzt überspringen, wie gehabt, wie immer. Es kann doch nicht die Möglichkeit sein. Lass doch Annette gegen den kämpfen! Ja, komm, lass mich. Klasse A aus. Ich. Warte. So, hier. Er ist in die Knie gegangen. Lauf. Ich brauche was zum Heilen. Lade nach. Was haben wir hier? Eine Blendgranate. Okay, cool. Nein, nicht mit dem Messer. Da hat die Olle das Messer ausgerüstet. Komm, ich schlitz dir ein Grinsen ins Gesicht. Das gibt's doch nicht. Also, wir haben rausgefunden, da hinten ist auch keine Heilung. Wir müssen uns jetzt halt einfach herantasten. Den Schmarrn. Ah, scheiße. Also, wir können ihn kurzzeitig in die Knie zwingen. Ich weiß nicht, ob diese 5 Säuregranaten ausreichen. Werden sie wahrscheinlich nicht tun. Ich werde am Schluss wahrscheinlich wieder genau ohne Munition dastehen, wenn ich ihn dann überhaupt mal schaffe. Aber das kann jetzt einige Folgen dauern. Weil ich muss mich im... Halt, Goschen jetzt. Ich muss mich immer erst heilen. So, komm. Ja, bist ein Hübscher. Ganz ein Hübscher bist du. So, ich renne so schnell wie ich kann. Ich renne wie der Wind. Lade nach, komm. Da, ist das... Das ist Erste-Hilfe-Spray. Das ist, jetzt bist du, Alter, jetzt kannst du mich mal hier, so. Ich bin voll ge... Oho! Ich bin wieder im Arsch! Ich bin wieder total im Arsch! Sag mal, willst du mich verarschen?
Stress. Lass mich raten, das war das einzige Heilmittel hier unten. Geh mal weg da jetzt. Hoho. Munition. Munition. Warte. Blankgranate ausrüsten. So. Umdrehen. Schießen. So, nehmen wir auch gleich wieder mit hier. Oho. Sag mal, spinnst du? Hier. Für dich, mein Freund. Was haben wir hier? Oh, die Waffe habe ich nicht bei mir. Das bringt mir nichts. Okay. Warte mal, hier ist auch noch was, hier ist auch noch was, hier ist auch noch was. Was haben wir hier? Eine Handgranate, toll. So, na dann komm her, mein Großer. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah. Oh, warte mal, hier ist auch noch was. Ah, das habe ich ja schon. Ah nein, das habe ich aufgesammelt. Ah, nein, 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 nein. Oh, warte mal, die ist Müll. Hier, nimm das, nimm das, nimm das, nimm das. Komm, komm, komm. Ting. So, habe ich hier auch noch vielleicht irgendwas? Hallo? 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 Nein, da haben wir nichts. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin gleich wieder tot. Lauf, 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 lauf. Oh, oh. Hätte mich jetzt vorher nicht so übelst erwischt, dann wäre das gar nicht mal so übel. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh Mann, das waren die einzigen zwei Kugeln, die ich hatte. Warte. Warte. Warte, ich werf mir jetzt mal eben schnell das hier ein. Vielleicht bringt's ja was. So, hat nichts gebracht. Wir sind immer noch tot. Oh, das wird saumäßig schwer. Das wird unglaublich schwer. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit für mich. Alle anderen können das, ich weiß es. Jeder von euch kann das. Hand umdrehen, hallo. Selbst seinem Rücken hat er ein Auge. Nutze die Gelegenheit, wenn G angreift, um sie alle zu zerstören. Ich muss alle seine Augen zerstören. Ich muss alle seine Augen... Ich muss alle seine... Ich muss zum Kack nochmal alle seine Augen zerstören. Ist das euer Ernst? Wie soll ich denn das hinkriegen? Ich werde wahrscheinlich nach der Folge meiner Xbox mal eben schnell neu starten müssen, weil irgendwie ist was mit der... Hier... Da stimmt irgendwas nicht. Wartet, ich guck mal schnell hier. Vielleicht kann ich ja das ein bisschen Steuerung. Warte, warte, warte. Das war zu weit. Hallo. Beim Ziehen Verlangsamung. So, die machen wir ein bisschen hier. Auto nachladen, ein, aus. Steuerungseinstellungen. Typ A. Einmal drücken, Sprint. Ja, das ist okay. So, Kontrollvibration an. Bla, 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 bla. So. Mal gucken, ob es jetzt wieder schneller reagiert. Sonst muss ich meinen Controller mal eben schnell... Nein, es reagiert nicht schneller. Ich, Trottel, bin zu weit gegangen. Ich bin mal wieder zu weit gegangen. Toll. So. Dankeschön. Ich gehe mal eben schnell an dir vorbei. So, warte. Wir rüsten die jetzt direkt aus. So, Dankeschön. Wir nehmen den. Wir heilen uns. Und gleich bin ich wieder tot. Lass mich. Ja. Oh. Komm mal her. So, warte, das nächste Auge. Komm. So, hat Spritz gemacht. Komm schon. Komm schon, mein Großer. Komm. Bams. Und direkt nochmal. Das Auge ist auch hin. Jetzt brauche ich aber Munition. Und alles Mögliche, was hier rumliegt. So, warte mal eben kurz. Hier, für dich. So, darf ich mal kurz? Darf ich mal kurz? Warte, warte, warte. So, nehmen wir mit. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Aber natürlich, natürlich, da kommt... Ja, klar. Ja, ja, klar. Mhm. Oh, da war das auf dem Rücken. Ein hübscher Rücken kann auch entzücken. Das ist scheiße. Die Steuerung reagiert nicht mehr. Ich muss, kann ich denn hier... Wartet, ich mach mal eben schnell meinen Controller aus. So, Controller ist aus. Ja, ja, ich weiß, Controller ist aus.
Xbox, das hast du richtig erkannt. Bin stolz auf dich. So. So? Es fühlt sich immer noch so an, als wäre eine kleine Verzögerung drin. Dann müsste ich wahrscheinlich die Folge hier dann gleich beenden. Einen Versuch machen wir noch. Ja, sie reagiert echt zu langsam. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. In der nächsten Folge, ich mach mal eben schnell meine Xbox aus und wieder an. Die ist jetzt ein paar Stunden gelaufen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich fürs dabei sein. Wünsche euch jetzt noch eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal. Den scheiß Birken machen wir in der nächsten Folge. Auf jeden Fall platt. Wenn die Steuerung wieder geht, dann mach ich den platt hier. Echt, sowas von platt hier. Den gibt's aufs Maul, Mr. Birken. Mhm. Für Sherry. Und für Annette, die nicht so ganz nette ist zu ihrer Tochter, ja? Dieser Vollidiot. Echt, ey.